Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks dabei seid und dabei heute wieder mal mit deutschem Stahl, dem E50M, dem unglaublich beliebten Medium, den man gerade bei deutschen Spielern echt sehr, sehr gern und häufig immer wieder sieht, aber auch international wird der wirklich geschätzt, weil er halt auch einfach eine RAM-Maschine schon fast ist. Und jetzt schauen wir mal, wie der Triple X07 hier den so spielt, ist alleine. Er hat geschrieben, er ist zwar kein Pro-Gamer, aber das war die Runde seines Lebens und das wollen wir natürlich in Aktion sehen. Was schön ist am E50M, dass die Granaten sehr schnell schießen, schießen natürlich auch, aber er noch nicht weit vorhalten muss. Und ich bin mir recht sicher, dass auch der geklappt hat. Und auf jeden Fall haben sie das hier super schön gemacht, dass sie hier da gleich den Blick da aufhaben. Und leider nur der kritische Treffer, sonst wäre es hier schon zum ersten Abschuss für ihn gekommen. Das hat er zwar nochmal in den Busch gehalten, aber in dem Fall leider No-Hit, beziehungsweise No-Damage. Ah, jetzt merkt der Gegner wahrscheinlich da auch, nee, da brauche ich nicht in den Busch stehen. So. Ah, die Blind Shots, glaube ich, kann er langsam einstellen. Da kommt keiner mehr dahin in den Busch. Aber man kann hier erstmal in der Mitte schon ein bisschen noch bleiben und gucken, ob was passiert. Also ich würde das Tal übrigens immer meiden. Also ich, gerade mit Heavies, aber allgemein ist das Tal wirklich nie ein guter Fleck, weil man hat da einfach so unglaublich schlechte Bodenwiderstände und kommt da so langsam nach vorne. Das ist einfach wirklich nie eine Position, wo ich sagen würde, ja, die lohnt sich jetzt mal richtig. Anders als hier. Jetzt hat er auch einen schönen Treffer auf den IS-4 landen können. Sein Team auch. Also der hat jetzt mal ordentlich für diese Positionierung büßen müssen. Nein, ah, schade, dass er den hier nicht trifft in Form eines Schadens, aber wenigstens konnte er ihn ketten und hat dann dafür wohl noch ein bisschen Assisting Damage bekommen. Oh, jetzt ist er offen durch die Badshot. Da kriegt er auch gleich den ersten Treffer rein, aber mit der Panzerung kann man arbeiten, dementsprechend keinen Schaden. So, ja, da hinten auf die Tortoise kommt er jetzt auch nicht so wirklich, leider. Der T-54 Light schaut jetzt ein bisschen raus. Ja, da kriegt er den Treffer, aber mittlerweile auch 0-5. Also das Game ist natürlich extrem auf Seiten des Gegners aktuell. Also da muss er jetzt sich noch kräftig strecken, dass das hier läuft. Ah, auch der hat leider nicht so funktioniert, wie er es wollte. Aber jetzt drückt der Gegner hier langsam rum. Da kommt eine ISO. Die hat er schön getroffen. Das heißt, jetzt mit dem nächsten Schuss könnte er die auch schon rausnehmen. Da kommt der nächste Kamerad, der, glaube ich, auch noch einen will, der T-57 Heavy. Auch gut getroffen, da kann er schon schön vorhalten, um dann wirklich auch den Schaden anzubringen. Nochmal auf den 57 Heavy, yo, auch der klappt gut, der versucht jetzt sein ganzes Magazin da gerade rauszupratzen, beziehungsweise das macht er auch. Und lässt ihm hier die Chance, ihn wegzuholen. Das ist so der klassische Fehler vom 57 Heavy, einfach mal alle Granaten durchpratzen. Und dabei vergisst man dann ganz gerne mal, dass man ja selber unglaublich angreifbar in dem Augenblick ist. Die einzigen Panzer, die sozusagen auf seiner Seite noch leben, sind alle die, die im Tal noch gewesen sind.
und eine Grille 15, die einsam auf der 7er Linie steht. Ansonsten schaut es schon ganz schön schlecht aus für sein Team hier. Also auch wenn hier so sein Team sich so ein bisschen gefühlt gerade auf ihn einschießt. Aber finde ich, bisher hat er das alles ganz entspannt gespielt, hat die Mitte da bespaßt. Fand ich absolut okay. Da gibt es nichts, wo ich jetzt da sage, das hat er falsch gemacht. Und dass er nicht in das Tal wie die vielen eher Schwachsinnigen gefahren sind, hat er auch richtig gemacht. Und in der Stadt hat er erstmal so gesehen nichts zu suchen, zumindest zu Beginn. Also von dem her alles gut. Auch als Top-Tier. Kann man den Medium genauso spielen. Dementsprechend verstehe ich da noch nicht, warum sich da das Team so auf ihn einschießt. Und dass er natürlich da mit einem Blabla antwortet, würde ich genauso, das ist sogar wahrscheinlich noch das Netteste, was er hier machen kann, weil er ist noch am Spielen. Also für ihn geht es ja gerade noch um was. Anders als sein Team hat er sich da ja nicht so niedermetzeln lassen. Sondern der ist hier noch fleißig dabei. Natürlich, er spielt ihn passiv, klar. Aber das finde ich jetzt kein Fehler. Gerade warum sollte er jetzt hier auf 5 Gegner drauf fahren? Das wäre ja wirklich widersinnig. Also lass dir hier nichts einreden. Finde ich bis dato. Triple X, hast du das schön gemacht. Und hier dein zweiter Kill. Sehr fein. Der E75M. Ah, leider kein Schaden, weil den hätte er damit mit dem Schuss schon rausnehmen können. Jetzt nimmt er den raus. Super. Hat er da extra Premium geladen. War auch clever. E75 hat natürlich einen harten Turm und dementsprechend kommt er damit deutlich besser zurecht. Oh ja, E4. Auch der ist ein Monster, aber hat ihn Gott sei Dank nur gekettet. 8:12. Und er schießt sich weiter auf den ein. Macht er genau richtig. Jetzt ist er noch mit einem WZ alleine gegen den Rest des Teams. Der WZ geht jetzt ein bisschen in den Angriff. So, jetzt kann er den E4 rausnehmen. Sehr schön. Der WZ hat nochmal den T54 Mod 1 rausgenommen. Die Torte da neben ihm. Die ist auf jeden Fall der schlimmere Gegner in dem Augenblick als der T44. Aber jetzt nimmt er erstmal doch den raus. Beziehungsweise schießt nochmal drauf. Jetzt hat er den im One-Shot-Bereich. Hinter ihm kommt jetzt der Ferdinand. Das heißt, jetzt Flucht nach vorne, schnell weg von dem. Aber erst überlegt und gezielt den rausgenommen. Sehr gut gemacht. Torte schießt halt verdammt schnell, aber jetzt hat er auch die raus. Ferdinand kommt danach hinten. Jetzt nimmt der Ferdinand den WZ raus. Jetzt ist er alleine gegen 3 und dabei haben wir namhafte Gegner. IS4, Badchat und Ferdinand. Das sind jetzt alles keine Schmalspurpanzer. Da ist ja der Ferdinand noch der angenehmste von allen. Und selbst der ist jetzt wirklich keiner, wo man sagt, gegen den würde ich gerne spielen. Gerade wenn der noch deutlich mehr Hitpoints hat als ich und mich da ganz gut und schnell aus dem Spiel rausnehmen kann. Schade, jetzt hat er da nicht ketten können. Aber er ist schnell genug, um hier ranzukommen. Das ist schon mal sehr wichtig. Jetzt will der Ferdinand natürlich da sich mit dem Hintern sozusagen an diese Felsformation drücken, dass er nicht umfahren werden kann, aber das macht er hier clever. Und gibt dem Ferdinand hier nicht die Chance. Damit ist es jetzt ein 1 gegen 2. Der Gegner weiß natürlich ganz genau, wo er sich hier befindet. Er weiß aber allerdings nicht, wo sich der Gegner befindet, weil die Badget ist schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr gesichtet worden. Ebenfalls will der IS-4, wobei IS-4, schätze ich mal, wird sich hier gerade durchs Tal mühen. Das ist jetzt wirklich Spannung pur, weil jetzt ist so eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt kann natürlich alles passieren. Der Gegner kann gefühlt überall auftauchen und
einem das Leben dann schwer machen. Ja, die Antwort, dass er natürlich denkt, er ist noch voll oder zumindest drei Viertel, ist jetzt nicht das was man hören will. Jetzt wäre es schön, wenn es heißt, jo, der hat noch 200 Hitpoints, gar kein Problem. Mach mal. So, aber, oh, da geht er auf. Der muss also hier irgendwo im Tal sein. Wobei, wahrscheinlich sogar gefühlt eher die Badchat, wenn jetzt nicht der IS-4 direkt aufploppt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der da jetzt irgendwie großartig hinterm Busch am Campen ist. Aber er bleibt erstmal defensiv, ist jetzt auch das Richtige. Da würde ich jetzt auch ganz klar den Gegner kommen lassen, weil er ist hier nicht im Zugzwang. Er ist alleine gegen zwei andere und dementsprechend würde ich sagen, jo, kommt's und holt mich einfach. Und ich denke auch mal, der Gegner wird es ähnlich sein. Auch der wird natürlich sich denken, jo, alles klar, wir sind zu zweit. Den holen wir jetzt auf jeden Fall mal weg. Jetzt ist er wieder offen. Und da nimmt er den Badget raus. Sehr schön. Gott sei Dank hatte die auch sehr wenig Hitpoints. Sein 8. Kill, damit schon Radley Walters eingesackt. Pools ist leider nicht mehr drin, aber wie gesagt, Radley Walters ist ja schon mal sehr, sehr, sehr wohlverdient. Jetzt ist die Frage, wo ist der IS-4? So, auch der WZ, der setzt sich hier für ihn ein. Das finde ich sehr schön. Der Gegner soll da, oder seine Mates sollen da einfach mal ein bisschen die Klappe halten. Ich gerade die so große Tone gespückt. Ja, das war ein Hirnfurz. Die so große Töne gespuckt haben, könnt ihr in der Endauswertung euch gerne mal immer selbst anschauen und gucken, jo, hatten die denn wirklich zu Recht sowas gesagt oder hat er vielleicht hier doch sehr, sehr gut gespielt und gerade mit seinem Damage und seinen Kills kann man am Ende des Tages sagen, ja, er hat bestimmt jetzt mal nicht viel falsch gemacht. So, aber IS-4 nicht zu sehen. Natürlich will er jetzt auch das Game gewinnen, weil er hat so eine sensationelle Runde. Die will man natürlich krönen. Aber es ist halt noch wirklich für beide alles drin. Und da ist er. Da kommt er auf den Turm drauf, hat noch eine Minute Zeit und scheinbar reagiert er nicht. Also entweder der hat den Disconnect, er ist AFK oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es jetzt seine Chance, hier noch den klar zu machen. Treffer 1 sitzt und der reagiert nicht. Der ist definitiv nicht mehr im Spiel. Wie geil ist das denn? Kann eine Runde besser in dem Augenblick noch für ihn ausgehen? Da hat man wahrscheinlich eh schon genug Angstschweiß auf der Stirn. Und dann passiert sowas und man kann sich den Sieg holen und macht für sein Team alles klar mit 8000 Schaden, muss man sagen. Ja, ganz klar, schlechter Spieler, super schlechte Runde, Flame on.
Ja, natürlich ironisch. Ich denke, ihr wisst es. Mir hat's gefallen. Geile Runde. Viele Nervenkitzel. So soll's sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.